Hallo zusammen, ihr habt's gesehen, ich habe den Golf aus seinem Winterschlaf geholt. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Nur die Bremsen wollten wieder ein bisschen freigefahren werden. Das war dann auch der Fall. Ich bin am ersten Tag gleich über 100 Kilometer gefahren, fast 150. Und seitdem ist wieder alles in Ordnung. Was ihr sicherlich auch mitbekommen habt, ist, dass April vielerorts schon wieder damit losging, dass irgendwie dann doch morgen Schnee lag. So dass ich jetzt die 17 Zoll Sommerreifen demontiere und wieder auf 16 Zoll Winterräder umbaue. Eigentlich nicht, was ich mir so vorgestellt habe. Aber naja, für ein paar Wochen wird das schon irgendwie gehen. Und wie das so ist, ist natürlich auch wieder der TÜV abgelaufen. Das heißt, ich werde da dann demnächst zum TÜV fahren. Mal gucken, was so alles anliegt. Hol mir da eine kleine To-Do-Liste ab, nehme ich an. Ich erwarte aber eigentlich keine großen Dinge. Falls doch, werde ich euch davon bestimmt berichten. Aber grundsätzlich scheint mir das Auto ganz in Ordnung zu sein. Trotzdem sehen die Ingenieure immer irgendwas, was man selbst nicht gesehen hat. Hat bei euch schon die Sommersaison begonnen oder seid ihr auch noch im Wintermodus? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn es was Spannendes Neues gibt, melde ich mich. Bis dahin, macht's gut.